Ah, ah, geh weg, Junge. Gut gemacht. Sehr gut. Ey, und ich sehe gerade auf meinem Laptop, meine Sachen wurden hochgeladen. Juhu! In genau diesem Moment wurde gerade eine neue Guild Wars Folge geuploadet. Juhu! Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Okay. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Okay. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Langweilig. Okay, habe ich gewählt. Ich gehe da mal hin. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Okay, Waffenhandtaste. Und oben in meinem Hood-Display, Heads-Up-Display, steht jetzt töten. Habe ich gemacht. Und jetzt gehe ich einfach. Es ist niemand da außer mir, aber wer könnte das wohl gewesen sein? Vielleicht hat er sich ja selber umgebracht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Ja, informiert, dass er wieder tot ist. Und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Yay, bewaffnete Reaktion. Ich weiß, wie man die super provozieren kann. Ah, schade. Töten konnte ich ihn nicht. Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ich versuche ja nun wirklich jedes Mal in diesem Tutorial das Tutorial zu verarschen. Aber ich krieg's nicht hin. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken! Exzellent. Okay. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Dachgarten! Mein wohl liebstes Versteck in diesem ganzen Spiel. Juhu! Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Ach ja, schon wieder spät. Bin schon wieder müde. Naja. Gut gemacht. Der Soldat hat ihre Spur verloren. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Sie sind wieder anonym und können ihr Versteck verlassen. Und raus da. Exzellent. Yuppie, ich bin exzellent. Durch Anonymität füllen sie ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Sie sind ein Halm im Kornfeld. Juhu. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können. Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen. Ein Bett in Piepkornfeld. Okay. Heuballen, Dachgärten, Gelehrte. Zwischen zwei Personen auf der Bank ist absoluter Schwachsinn, wie ich finde. Und die Mönche gehen auch gar nicht klar. Darum Dachgärten und Heu sind so meine präferierten Ziele. Das sind viele. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Untertauchen. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können sie untertauchen. Jo. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Wohlbemerkt bewaffneten. Jetzt, um die Markierung hinter den Soldaten bewaffneter gelehrter Mönch. Bis auf die Zähne bewaffnet, wenn man es genau nimmt. Soll ich dich mal anpöbeln, hä? Soll ich? Guck nicht so, Junge. Du auch nicht. Hab, 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 hab. Upsala. Gut. Das war ja jetzt fast knapp. Da sie synchron sind, verfügen sie über eine neue Fähigkeit. Das ist schön. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Informationsziel, Attentatsziel, Soldaten, Verbündete. Gut gemacht. Gibt's auch welche, denen ich einfach egal bin? Ich glaube nicht. Schade. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Schwert. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden
oder indem sie das Credo Ching. Befolgen. Ching. Ching. Hey, mach nochmal Ching. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Juhu, Tutorial beendet. Der nächste Gedächtnisabschnitt wird hochgeladen. Juhu, juhu, juhu. Okay, speichern, sehr schön. Mal gucken. Dum 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 dum. Und wir gehen um. Ich bin ein Mönch. Ich bin ein Mönch. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Schade. Exzellenter Streich. Das Glück ist da, Herr Klinger, halt. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Da liegt man es. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus, aus. Versucht und sucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unser Wissen? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Oh, ja, es ist wichtig. Okay. Jetzt haben wir das erste Mal volle Kontrolle. Das ist voll toll. Jetzt wird mein Gesabbel auch wieder mehr. Und wir springen darüber. Ich liebe dieses Spiel wegen dieser riesengroßen Freiheit, die man hier eigentlich hat. Bei Assassin's Creed 1 hier ist die Freiheit zwar ziemlich eingeschränkt und linear, aber auf der Welt kann man jedoch trotzdem viel machen. Tamam. Konnte man mit dir sprechen? Nee, ne? Nee. Nee, nee, nee. Dum, 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 dum. Leiter, Leiter, Leiter. Hallo. Du trägst ein Schwert, du bist schuldig. Dam, 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 dam. Okay, die Klinge hat ihn nicht berührt. Und das habe ich auf Video. Die Grafik ist ja irgendwie doch ganz schön. Naja, dort, scheiße. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Ich stelle mich mal ein bisschen interessierter hin. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable, sein Leben gehört mir. Nein, wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er Joa. Steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auf die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Aber echt, ey. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Hat da auch irgendwie recht, aber was mich wundert, die schreien da oben übelste Sorte rum. Und die kriegen es nicht mal mit. Die Templer. So. Weil wir jetzt so schön sind, so schlau, sind so schlank und rank, klettern wir diese Leiter mal runter. Feuer? Nein, kein Feuer. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Mein Begehr? Blut. Ganz genau. Das hat er kassiert. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Und wie er kassiert hat. Ich schaue euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Wieder super synchron. Liegt aber echt nicht an mir.
Ohne Scheiß. Okay. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Das tut mir allerdings leid, was man da jetzt so hört. Egal. Ich sehe lieber zu, hier wegzukommen. Und hier diese Rumhüpferei, das liebe ich an diesem Spiel. Ich liebe, 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 liebe es. Es ist so toll, es ist so toll. Oh. Ah ja, so. Hüpf. Komme ich da drauf? Jo. Hüpf. Na. Epic Fail. Nicht Kuschelguppi, sondern Failguppi. Ah, oh, da komme ich auch nicht hoch. Was ist denn da? Ach, Kacke. Das schon hier zu Anfang. Okay, und nochmal von vorne. Na, nicht da hoch. Oder doch? Ja, doch da hoch. Geht klar. Zieh dich an deinem Arm hoch. Du bist so stark. So, hoch. Hoch. Nein, oder? So, jetzt nicht euer Ernst. Mann. Okay. Ich habe noch nie so lange hierfür gebraucht. Das ist voll peinlich. Naja, nichtsdestotrotz. Egal. Und hoch da. Und jetzt aber nichts wie raus hier. Und klettern, klettern, klettern. Hoch, 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 hoch. Das sieht sehr eintönig aus. Ist es auch. Noch 15 Meter bis zu unserem Ziel. Und da sind wir. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Ich frage mich, wo wir sind. In welcher Stadt. Ich bin nicht sicher, aber ich... Jerusalem war es, glaube ich, nicht. Akkon war das. Der Salomo-Tempel in Akkon, meine ich. Ist es gewesen. Ach ja, übrigens zur Geschichte, das erklärt sich alles später, da will ich jetzt noch nicht so viel vorausnehmen. Ich könnte sagen, wir sind der und der, wir sind das und das und die haben die und die Absichten. So, und es speichert. Altair, ihr seid zurück. Das ist unser Name, ja. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Okay, und es speichert wieder. Und ich würde sagen, ich mache hier erstmal eine kleine Pause und schaue mir die Aufnahmen an, ob das diesmal alles geklappt hat. Macht's gut, meine Freunde.